Bra! Finanziell empathisches Wesen. Da! Schlager! Furchtbar ist das. Das ist so schlimm. Frag mich was. Yes, gib mir doch erstmal zwei Adlibs. Adlibs. Was ist ein Adlib? Kennst du das so aus dem Hip-Hop? So Skrrr. Bra! Mega. Oh, ist das scheiße. Ist urscheiße. Man singt schlechter einfach. Aber wurscht. Super. Du hast dieses Jahr dein erstes Interview auf der anderen Seite geführt. Ja. Mit Sting. Wie war es denn? Yeah. Wie war es denn mal selbst, die Fragen zu stellen? Sting ist ein würdevoller Mensch. Er ist ein lieber Mensch. Ich hab ihn sehr gern. Welche Frage würdest du mir stellen? Bist jetzt ja Interview-Gott dann schon dadurch. Also das Sting-Interview habe ich abgebrochen. Wirklich? Ich wollte sie nie mehr antun. Ist schon also auf der anderen Seite sitzen, darum beneide ich dich nicht. Es ist, also ich bin ein sehr empathisches Wesen und ich habe halt voll gespürt, wie schlecht es ihm geht. Was ist denn der beste Song von The Police? Dieser Hit halt, den sie haben. Columbo, genau. Welcher Künstler hat denn dich zuletzt so richtig von den Socken gehauen? Rauch! Kommt raus aus, mein Hals! Ich glaub nichts, was du sagst. Schweig! Was ist denn das Schlimmste, was jemand mal, oder die schlimmste Bezeichnung, die jemand eurer Musik gegeben hat? Schlager! Okay, das ist schon krass. Mach man nicht, ist kein Schlager. Es ist Volksmusik, weil es erwischt ein breites Publikum. Aber darum geht's nicht. Wir leben in einer Zeit, in der Menschen gespalten werden und wir führen Leute zusammen. Wann hattest denn du das letzte Mal einen komischen Traum? Jetzt gerade, ja. Mittendrin, wisst ihr jetzt. Mit diesem Ding hier, das ist so verwirrend. Stimm nochmal die Top 3 Songs von euch an. Quit playing games with my heart, with my amore, with your amore. Und dann der Inspektor Columbo natürlich, der ist super und das Ich will Schnaps. Wenn ich dich auf einen Song von Revolver festnageln müsste, welcher wäre das? Das I'm Only Sleeping, das ist das Beste. Das hat eine rückwärts eingespielte Gitarre, das erste Mal auf einer Popproduktion, glaube ich. Geile Scheibe. Ja! Ja! Was ist denn dein Lieblingssong auf Italienisch? Ich mag sehr gern Dolce Di Giorno von Lucio Battisti. Dolce Di Giorno, fretta di sera. Tu sei come una torta di non essere di stata mangiata mai. Furchtbar ist das. Das ist so schlimm. Aua, das tut weh. Damit machen sie alle ihre Musik? Ja. Aber Hut ab, weil du singst schlechter. Also du musst dich durch den Scheiß durchkämpfen. Das ist gewaltig. Was ist denn eigentlich nerviger? Die Fragen zum Erfolg oder die Fragen zum fehlenden Internetanschluss? Beides, ja, beides. Ich bin ja kein Höhlenmensch, nur weil ich kein Internet habe. Ja. Also ich kann mich auch informieren. Und wie ist es so mit dem Erfolg? Der Erfolg ist für mich ein trojanisches Pferd, in dem ich meine Lebensweise durchziehen darf. So, ja. Und ich bin den Menschen sehr dankbar, die mir das ermöglichen. Was wurdest du schon immer gefragt werden, wurdest aber noch nie in einem Interview gefragt? Interviews sind so psychotische Sequenzen in meinem Leben. Also ich bin dankbar für jede Frage weniger. Das hier macht irgendwie sogar Spaß. Ich muss ehrlich sagen, es ist fast lustig. Da! Gibt es einen Song aus deiner Kindheit, an den du dich gerne erinnerst? Mich hat immer total fasziniert an klassischer Musik, wenn sie die Instrumente stimmen. Dieses. So klingt das nicht, aber das hat mich fasziniert. Ja. Kann man eine Geige an diesen Scheiß koppeln? Safe. Urlächerlich, aber wäre lustig. Ja. Wo ist denn wie heißt der David Garrett, der Wahnsinnige? Mocht es. In einem Textinterview wurdest du mal nach dem Ohrwurm deines Lebens gefragt. Das nimmt er nicht, das kann er nicht. Im gleichen Interview erzählst du auch, dass du es hast, nach alten Interviewfragen gefragt zu werden. Es tut mir sehr leid, aber du hast damals einfach nur, oder in einem Textinterview steht einfach nur, singt.
Was ist der Ohrwurm deines Lebens? Der Ohrwurm meines Lebens. We've been jamming until the break of dawn. Das Stevie Wonder Jamming, das ist eine irre Scheibe, ist unfassbar. Was ist denn dein aktueller Favorit auf Ciao? Auf meiner eigenen Platte, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, mir gefällt meine Musik. Das weiß ich gar nicht. Also gut finde ich Nach Hause gehen. Mir gefällt das, weil es hat so einen Rhythmus, der nicht schlecht ist irgendwie. Ja. Nach Hause gehen, das ist auch ein Video mit dem Roboter. Genau, ja. Das war so eine Diva. Mit dem arbeite ich nie wieder. Das ist ein Arschloch einfach. Ja. Das war's auch schon. Wenn du magst, kannst du jetzt noch alles singen, was du magst. Na, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich das... Ich mach das nie wieder. Dankeschön, Dankeschön, schön. Mein Name ist Marco. Abonniert das, wenn ihr wollt. Also nicht mich, das, den Channel halt.